Hier, guck mal, Autobatterien billiger. Speistegereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo, Menno. Herzlich willkommen zum dritten Teil und zwar zum Thema Kosten. Ja, ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen für euch den Fake rausgesucht. Erstmal, weil ich das ganz interessant finde, immer am Anfang da mal zu gucken, wie der Betrug so ein bisschen läuft. Immer, ne? Auch dann im Kleinen nochmal, ne? Wobei der Krisenbetrug noch nicht mal drin ist. Ne, egal, was auf hier. Guck mal, Autobatterien billiger. 200 Tacken, der Knüppel hier. Und wenn man jetzt mal ein bisschen länger sucht, findet man dann hier Exide 100 Amperestunden 90 Euro. Dann habe ich zum Vergleich noch eine Staplerzelle rausgesucht. Und zwar in dem Sinne jetzt eine 120 Ampere Zelle. Es gibt leider keine 100 Ampere hier. Und da sind wir bei 1000 Euro ziemlich genau. Und zum Rechnen habe ich dann noch eine Lithium-Eisphosphat-Zelle mit 100 Amperestunden. Da sind wir bei 98 Euro. Natürlich kommt bei allen hier noch der Versand hinzu, ist klar. So, und zwar, ich habe jetzt mal, wird jetzt ein bisschen Rechnerei, ist ein bisschen öde, aber es nützt ja nicht. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, den Akku, also ich beziehe mich jetzt halt hier auf diesen Akku, ne? Und da haben wir 3,2 Volt 100 Amperestunden für 98 Euro. Und wie ich euch im zweiten Teil gezeigt habe, werden ja 3000 Zyklen angegeben bei 1C. Wir nehmen die Realität. Ein halbes C. So, damit wir auf 12 Volt irgendwo kommen, wir wollen ja irgendwie eine 12 Volt Batterie basteln oder irgendwas, nehme ich jetzt mal als Beispiel, müssen wir natürlich die 3,2 mal 4 nehmen. So, die 98 mal 4. Ich runde das jetzt ein bisschen auf, damit wir es ein bisschen übersichtlicher und einfacher haben. 400. Spaßenshalber nehmen wir jetzt die AGM Batterie auch mal mit rein. Also die Exide hier für 90 Euro nehme ich jetzt einfach mal an. Jetzt haben wir hier den Nachteil, dass eine AGM-Batterie kann nicht den Strom liefern, den ein Lithium-Eisenphosphat von dem Kaliber liefern kann. Und deswegen machen wir es ganz einfach. Wir gucken uns jetzt noch mal kurz, müssen wir noch ein bisschen technisch werden, gucken wir uns noch mal was die Innenwiderstände an. Da müssen wir noch mal ein bisschen Innenwiderstand rechnen. Es nützt leider nicht mehr was. Also wir haben hier diese 0,8 von unserer Lithium-Eisenphosphat-Zelle. Das hauen wir jetzt hier mal mit rein. So, dann sind wir ungefähr, wir müssen hier an Reihe schalten, damit wir auf die 12 Volt kommen, sind wir ungefähr bei 3,2 Milliohm. Ich habe jetzt mal das Datenblatt nachhaltige AGM-Batterien. Das werdet ihr auch finden, egal welchen Hersteller. Die verbinden alle das Datenblatt ein. Und da sind wir ungefähr, genau hier 100 Amperestunden Batterie. Und wenn wir jetzt die Liste hier runtergehen, 5 Milliohm. So, das bedeutet, die Ohm, die Milliohm, die geben grob an, also eigentlich nicht grob, ziemlich genau sogar, wie viel Strom eine Batterie liefern kann. Das heißt, wenn wir denselben Strom mit einer AGM-Batterie haben wollen, den ein Lithium-Eisenphosphat-Akku schaffen kann, dann müssen wir die Kapazität erhöhen. Und wenn wir jetzt mal hier sehen, wir haben 400 Euro gegen 90 Euro, also wir haben ja noch ein bisschen Budget. Also würde ich mal sagen, wir nehmen einfach mal zwei die Batterie. Das wären dann 180 Euro. Und beim Widerstand ist es so, wenn wir zwei Widerstände parallel klemmen, halbieren die sich. Wenn es die gleichen sind, ist dann exakt die Hälfte von ihrem Wert, den sie haben. Also, wenn wir 5 Milliohm zweimal nehmen, haben wir 2,5 Milliohm. Und damit haben wir sogar weniger Milliohm als der Lithium-Eisenphosphat-Akku. Damit eine höhere Strombelastbarkeit und das Ganze einfach mal um die Hälfte günstiger, Digga. Ne? What the fuck? Also ich denke, bei der Rechnung hier bei AGM sollte eigentlich jeden schon langsam das mal klingeln, ne? So ein bisschen. Wir können jetzt mal noch für die absoluten Gegenredner, ich habe ja hier mit den 1500 Zyklen gerechnet und rechne das bei der AGM-Batterie jetzt auch. Wenn wir jetzt immer noch sagen, wir haben 3000 Zyklen, weil sie ja ENC kann, ne? Wird sie nie schaffen, wenn dann nur bei einem halben C. Und wir sagen, wir haben bei einer AGM-Batterie, ja, keine Ahnung, also 1500 haben sie ja so ein bisschen geschrieben. Ich kann mich jetzt auch noch auf die Daten aus dem Netz berufen. Ich kriege die noch länger hin, ne? mit meinen Ladegeräten. Wir nehmen die Daten aus dem Netz. Guckt euch da bitte REMF Ladegerät Revolution an. So, das heißt, dass ich jetzt sage, ich will mehr Strombelastbarkeit haben und will jetzt aber auch auf dem Papier dieselben Zyklen haben. Ne? Ja,
Ganz einfach, wieder mal 2. 180 mal 2 wären dann 360 Euro. Mit dann noch weniger Milliohm, also wir sind dann so bei E-Milliohm ungefähr, also dreimal höhere Stromfähigkeit als Lithium-Eisenphosphat. Und ihr habt noch 40 Euro gespart und könnt euch ein Eis davon kaufen. So, dann haben wir hier Punkt Nummer 3, die Staplerzelle. In dem Fall, die Staplerzellen sind immer 24 Volt, ich rechne das jetzt auf 12 Volt mit euch runter. Wie gesagt, ich nehme die 1000 Euro jetzt einfach mal. So, da sind wir dann bei 12 Volt, 120 Amperestunden, ist ein bisschen mehr, wie gesagt, ich habe jetzt keine 100er gefunden, sind wir bei 500 Euro erste Mal. So, bei der Staplerzelle, ich habe jetzt einfach mal aus dem Datenblatt hier die, ah ne, jetzt war ich noch, genau, 12 Volt, 150 Amperestunden, also ist schwierig, ne, wenn man, es wäre hier so zwischendrin. Also wenn wir es jetzt als gesamte kaufen, sind wir schon bei 6,4, das ist aber dann mit Kabeln allen Klimbim. Also ich würde mal sagen, nehmen wir hier davon die Mitte von 100 und 150, das wären so 1,2 Milliohm. Ja, ich habe jetzt gerade mal hier gerechnet, da kommen wir auch auf 7,2 Milliohm. Und da wären wir ja grob bei dem Wert hier, so 7 Milliohm ungefähr. Aber das ist ja eine neue, Moment mal. So, ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Licht, ich bin in meinem Batterieraum, habe jetzt hier mal das Messgerät. Und ja, ihr habt aus meinen Videos kennt ihr ja diese Batterie hier, die ist Baujahr 12, ne, also über 10 Jahre alt. Und jetzt kontrollieren wir doch mal, ob die Aussagen, oder beziehungsweise was wir uns hier ausgerechnet haben, ob das ungefähr hinkommt. Ich mach's euch mit euch jetzt in Echtzeit. 7,2 Milliohm. So, wird ein oder andere sagen, Mensch, Action hier, du hast ja noch Datenblatt, eine neue Batterie. Ja, ihr werdet es nicht loben, ich hoffe mal vielleicht ja doch. Und zwar schwenken wir jetzt einmal um. 12,1 Volt. Ich habe die jetzt gerade abgeklemmt, guck mal, 12,1 Volt. Die ist absolut leer, die Batterie. Ne? Und selbst mit einer 10 Jahre alten leeren Batterie komme ich auf diese Werte. Ich habe es euch jetzt gezeigt, nicht irgendwelche Daten, ich habe es euch gezeigt. Ihr könnt euch die Videos angucken, wie ich die Dinger regeneriere. Diese Angaben, das ist doch ein Witz. Keine Ahnung warum. Bei den Lithium, da wird immer das Doppelte drauf gehauen und bei den Bleibatterien schreiben sie, ja, nee, das sind 7 Milliohm, wenn die neu sind. Ja, meiner. Ja, Leute, nee, die haben in Wirklichkeit, ich weiß nicht, ich habe noch nie eine neue Staplerzelle, einen Stapler-Akku gehabt, aber vielleicht, ich habe einen Bekannten, der sich einen neuen Stapler-Akku gekauft hat. Ja, und den können wir ja dann mal messen lassen, wenn das Ding angeklemmt ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben schon Autobatterien gehabt, die haben 2 Milliohm gehabt. Also hier die 5 Milliohm, das ist schon absoluter Schrott, Jungs. Ne? Also eher 2, das ist die Rechnung hier. Wie gesagt, ich rechne immer ein bisschen negativer. Wenn wir jetzt mal wirklich rechnen, dass die 2 Milliohm hat, dann ist sie ja schon besser gegenüber... Ne? Naja, und dann seid ihr eben bei 90. Ja, macht 180, komm, nehmt 2, da habt ihr schön, sag ich mal. Und RMF besorgen oder selber bauen. Videos gibt's auf YouTube. So, und wenn so eine Zelle schon 2 Milliohm hat, vielleicht ist euch aufgefallen, dass eine Gabelstaplerbatterie viel größer ist und die Größe der Fläche macht nun einmal den Widerstand. So, und dann rechne mal ich. Rechne jetzt einfach mal, die Realität wird wahrscheinlich 2 Milliohm bis maximal 5, dann ist die Schrott. Ne? 5 ist schon nicht mehr, meine ist wie gesagt total entladen, Leute. Ne? Wenn die voll ist, hat die 3, 4 Milliohm, so wie sich das gehört, und die ist 10 Jahre alt. Ne? Die Dinger sollen ja neu sein, also müssen da 2 Milliohm ungefähr drin sein. Und dann seid ihr für 500 Euro haben wir schon mal mehr Kapazität. Und wir dürfen aber hier, nicht wie ich in den anderen Dingern schon erklärt habe, wäre gut, wenn ihr euch das Video Zyklen mal anguckt. Und zwar haben die ja geschrieben 5 Tage die Woche. Wir haben 4 Wochen im Monat mal 12 Monate. Und sie gehen so ungefähr von 5 bis 10 Jahren Nutzung aus. Also mal 5 und bei 10 Jahren wären mal 2, wären 2.500
Zyklen ungefähr, wenn man durch mit WMF und alles arbeitet, muss Temperatur beachten, Säurestand, blablabla, ne, muss man sich ein bisschen drum kümmern, um die Babys, ne? So, und dann haben wir ja erstmal auf den ersten Blick haben wir ja mehr bezahlt, 100 Euro, ne? Natürlich gegen AGM wird wahrscheinlich die Stapler auch verlieren, hinten aus aber nicht, das ist nur auf dem Papier, die Stapler gewinnt immer, glaubt mir. Und da sind wir ja ziemlich genau 1000 Zyklen mehr, ne? 1000 Zyklen mehr, höhere Stromfähig-Lieferbarkeit und eine höhere Kapazität. Ja, ich denke, mit der Rechnung, mehr gibt es glaube ich nicht hinzufügen, ist wie gesagt eine einfache grobe Rechnung mal so als Überschlag, damit ihr einfach mal seht, ja, was das für ein Scam ist. Wahnsinn, ne? Ja, das war's zu dem Thema. Also ich kann euch nur empfehlen, bei dem Thema Kosten ist je nachdem, ne, wenn ihr das nötige Geld, das habe ich jetzt nicht mit reingenommen, LTO, wenn ihr die nötige Kohle habt, holt euch ein LTO, gönnt euch den, da machst du den Haus da rein, machst du die Tür zu, dann bist du fertig, ne? Wenn nicht, dann Stapler zählen. Für die Nachhaltigkeit und so. Und wenn ihr sagt, ihr habt nicht so viel Kohle, dann nehmt ihr AGM-Batterien. Und wenn ihr sagt, mobil oder etc. oder ja, mir ist es egal, dann könnt ihr natürlich auch Lithium-Eisenphosphat nehmen. Aber am Ende zahlt ihr auf jeden Fall drauf, weil die Stapler-Batterie, die macht dicke ihre 10 Jahre. Ich habe sie hier stehen, ich weiß es doch, ne? Über 10 Jahre. Und ja, mein Lithium-Eisenphosphat, das werden wir noch sehen. Gerade mit ENC, 7 Jahre, dann ist tschüss, ne? Also, ihr kommt hier auf jeden Fall besser weg mit der Geschichte. Und schlagt jetzt zu, wenn das Video viral geht, dann werden die Stapler-Batterien teurer, ne? Tschüssi!